Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin von den Prankbulls. Heute werde ich meinen Bruder pranken. Der hat sich eben hingelegt für den Mittagsschlaf. Der müsste jetzt langsam schlafen. Und zwar versuche ich dem die Augenbrauen wegzuschminken. Meine Schwester wird mir dabei helfen. Und zwar kann man das ja mit Schminke so wegschminken. Dann sieht das aus, als wäre das abrasiert. Dann werde ich den wecken und mit diesem Nassrasierer in seinen Augenbrauen stehen. Und der wird denken, ich habe den die abrasiert. Der wird einen richtigen Schock kriegen. Mal gucken, wie der reagieren wird. Und ja, ich würde sagen, let's go. So, meine Schwester hat ihn jetzt fertig geschminkt. Man sieht's leicht, aber im ersten Moment wird er einen richtigen Schock kriegen. Der denkt echt, die sind ab. So, hier ist noch der Nassrasierer. Und damit werde ich ihn jetzt wecken. Let's go, mal gucken, wie der reingehen wird. Fuck! Ey, die sind noch nicht ganz ab. Willst du mich verarschen? Muss noch ein bisschen. Marvin! Hast du das nicht gemacht? Wow! 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 Marvin! Du hast nicht gemacht! Wenn du das. Ey! Hast du nicht gemacht! Ich hab keine Haare mehr! Willst du mich verarschen? Du hast mir schon Glatz gemacht. Das ist gerade so viele Glatze. Glatze, Junge. Ah! Oh, warte. Guck mal genau ins Spiegel, guck mal genau. Fühl mal genau. Fühl mal richtig. Gott, du hast mich geschminkt, Digga. Fühl mal richtig. Ich schminke, ne? Du jetzt nochmal bitte. Ich schminke den Glatz aus, bitte. Musst du gucken, ja? Wasch mal ab, versuch mal abzuwaschen. Oh ja. Oh, das ist deine Haut. Pass auf. Halt's Maul mal. Schminke. Ey, Digga. Ey, Junge, das war der heftigste Prank jetzt, ohne Witz. Hast richtig einen Schock bekommen. Immer noch ein bisschen Schock. Boah. Weil viele haben das auch geschrieben, ich soll die dir abrasieren. Alter. Das für ich mach das so. Zeig mal. Weil das er hat einen Augenbrauen, der Junge. Oh, ich seh wieder was Schwarzes. Da sind die Augenbrauen. Boah. Auf jeden Fall, Leute, gebt einen Daumen hoch für den geilen Prank. Und ja, ihr könnt uns immer Ideen schicken, wenn ihr wollt, auf Instagram. Per Privatnachricht, hier Muffit, hier Calvin Fitti. Könnt uns immer Ideen schicken, wie ihr wollt und natürlich folgen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Prank. Gebt eine Lache. Small. Peace.